Herzlich willkommen. Wir sind heute wieder in einem Künstlergespräch zur Ausstellung mit Silja. Diesmal habe ich die Freude, dass Silke Bachmann mit dabei ist und wir über ihre Arbeiten sprechen, die im Rahmen dieser Ausstellung entstanden sind. In der Ausstellung mit Silja geht es um Fragestellungen zu künstlerischem Erfolg, insbesondere was künstlerischer Erfolg eigentlich als Künstlerin bedeutet. Es geht um Vernetzung, es geht um Solidarität und es geht natürlich auch um Fragestellungen, die uns gerade gegenwärtig mit der Situation Covid-19 betreffen. Denn eines ist ganz klar, was wir aus dieser Situation hoffentlich lernen, ist, dass wir ein starkes System der Solidarität benötigen. Und gerade in der heutigen Zeit es ohne ein Miteinander nicht geht. Liebe Silke, ich freue mich sehr, dass du heute hier mit dabei bist. Und um gleich in Medias Res zu starten, würde ich dich gerne einmal bitten, dass du uns über deine Arbeit einen Einblick gibst. Ich werde sie auch gleich einblenden. Und wie sich deine Arbeit zu den Themen der Ausstellung positioniert, künstlerischer Erfolg, Ökosystem, Netzwerk und Ende. Ich blende gerade auch deine Arbeit ein, damit wir einmal sehen, um was es da eigentlich geht. Da sieht man sie auch einmal. Mhm. Ja. Hallo Annabelle. meine Arbeit ist ja, die rechts zu sehen ist, das Ölbild mit den zwei Händen und den Pilzen, die rauswachsen. Thema der Arbeit ist ganz klar das Netzwerk, vor allem ein funktionierendes und auch verbessertes Netzwerk von Frauen, was mir selber auch ganz wichtig ist. Vor allen Dingen in Verbindung dieses Netzwerk mit einem verborgenen Netzwerk der Pilze. Das Mycelium der Pilze versinnbildlicht in meiner Arbeit ein funktionierendes und angestrebtes, verbessertes Netzwerk von uns Frauen, denn ich finde, da können wir auch noch etwas vom Netzwerk der Männer lernen. Das funktioniert irgendwie etwas besser, vielleicht weil weniger emotional, ich weiß es nicht, es sind aber meine Gedanken dazu. Ganz konkret zu den Händen. Ich habe mit Iva per Mail Kontakt gehabt, sehr innigen, intensiven Kontakt. Wir sind sehr persönlich auch geworden, also sehr positiv persönlich und haben festgestellt, dass uns beide Hände interessieren und auch generell das Weibliche in den Arbeiten. Und es gibt eine Arbeit von Iva, die nennt sich Flash to Flash. Da geht es um, also man sieht, es ist glaube ich ein Film oder Fotos, man sieht eine Frau, die mit den Händen was Mystisches macht. Sie hält Dinge in der Hand. Ich weiß nicht, ob es Runen sind. Das ist, wie gesagt, sieht sehr mysteriös aus, aber sehr spannend. Und da kam mir die Idee, was mit Händen zu machen. Die rechte dargestellte Hand ist tatsächlich die Hand von Iva. Sie hatte sich im Dezember verletzt. Deswegen auch diese Wunde. Ich fand das sehr passend, weil ich arbeite in meinen Werken sonst auch viel mit Verletzungen oder Unzulänglichkeiten. Und ganz formal war es auch einfach praktisch, etwas zu haben, wo ich die Fruchtkörper rauswachsen lassen konnte. Ja, und das Ganze bündelt sich in diesem Oval und geht dann wieder in die Tiefe oder ins Verborgene. Das ist auch ganz spannend, wenn man sich das einmal sieht, vielleicht nochmal zum Kontext für all diejenigen, denen das nicht klar ist. Innerhalb der Ausstellung nehmen wir das Mycel, also die Pilzverwurzelungsstrukturen, als Denkfigur für diese Ausstellung. Denn das Mycel ist eine Struktur, die mitunter das größte Netzwerk auf der Welt ausmacht. Es wächst in den Waldböden, wächst oft Kilometer breit in die Länge unterirdisch, nicht sichtbar und sorgt dadurch, dass bestimmte Nährstoffe, Kommunikation,
innerhalb des Waldbodens weitergegeben werden, ohne dass es wirklich an der Oberfläche zu sehen ist. Und wir fanden dieses Denkmuster sehr passend eigentlich, um das auf künstlerische Strategien zu verlegen, denn das Netzwerk als solches ist ja kaum greifbar und trotzdem so essentiell. Und es gibt ja immer wieder Ausstellungen, die sich dem Thema gewidmet haben, welche Künstler besonders erfolgreich geworden sind und warum sie so erfolgreich geworden sind. Das lag meistens daran, dass sie am meisten Knotenpunkte mit anderen Künstlern gemacht haben oder zusammengebracht haben. Und Künstlerinnen in diesen Netzwerken häufig viel weniger sichtbar sind. Und auch 2020 ist es noch der Fall, dass Künstlerinnen am Markt gehandelt werden, späteren Erfolg haben und auf der Liste der Top 100 Künstlerinnen nur einen kleinen Bruchteil letztendlich leider ausmachen. Das gilt übrigens im gesamten Kunstbereich oder im Kreativwirtschaftsbereich, bei dem Frauen nach wie vor nicht die Sichtbarkeit haben, die sie haben sollten. Ich finde es ganz spannend, dass ihr euch beide mit den Händen auseinandersetzt, weil die Hände natürlich auch eine sehr, also Kunst und das Handwerk oft so getrennte Positionen einnehmen, aber man schafft in der Kunst natürlich etwas und ihr gebt dem Ganzen dieser nicht sichtbaren Arbeit, die oft ja als die kognitive Arbeit bezeichnet wird, wieder etwas Sichtbares Hände, die plötzlich auch was Fassbares erhalten und dadurch sich sehr, sehr stark auch in diese Ausstellungsthematik hineinbringen. Das finde ich schon sehr spannend. Man sieht es im Hintergrund, das ist für allen, die jetzt hier quasi das Künstlergespräch ansehen, das freut uns sehr. Wir mögen aber nochmal verweisen, die Ausstellung, über die wir sprechen, gibt es auch wirklich, die ist tatsächlich auch aufgebaut. Die findet nicht nur online statt, auch wenn wir jetzt bedingt durch die gegenwärtige Situation zu diesem Künstlergespräch in virtueller Form quasi gezwungen sind, aber es gibt eine physische Ausgabe dieser Ausstellung. Und hier sind tatsächlich auch die Ausstellungsansichten auf der Ausstellung selber in Kooperation mit deiner Partnerin. Ich gehe einmal vielleicht auch raus aus dieser Ansicht, damit man uns als Sprecher auch wieder sieht. Zu deiner Kooperation zusammen mit Iva. Welche Dinge habt ihr durch die Arbeit in eurem Mini-Kollektiv gelernt? Ihr habt jetzt einige Wochen und Monate miteinander gearbeitet. Also welche Herausforderungen habt ihr gemeistert? Ja, zum einen erstmal über die Distanz hinweg erstmal ein Stück weit näher aufbauen. Es war erstmal gar nicht so einfach, weil jede von uns ist auch natürlich sehr eingespannt in anderen Projekten. Und als wir dann aber endlich dann zueinander gefunden haben, ging es wirklich auch sehr schnell, sehr, sehr, sehr persönlich und tief in den Gesprächen auch. Ich fand das sehr, sehr angenehm und auch erstaunlich. Also ich bin da auch ganz, ganz offen rangegangen und ich glaube, sie hat sich da auch gefreut drüber. Und dann konnten wir beide wirklich von einem ganz tollen Standpunkt aus starten und haben sehr schnell Übereinstimmung gefunden, wie wir beide arbeiten, obwohl wir formal uns mit anderen Sachen beschäftigen. Aber inhaltlich haben wir viele Überschneidungen. Also wir interessieren uns beide für das Unbewusste, auch das Weibliche in den Arbeiten. Dann spezieller, als wir dann länger gesprochen oder also geschrieben haben, dass uns Hände eben so faszinieren und das war einfach eine wunderbare Metapher auch für das Netzwerkthema. Also das fanden wir beide dann so passend, dass wir uns da ganz schnell drauf einigen konnten und ich ihr dann eine Skizze geschickt habe, wie, was ich als Vision hatte von einer Arbeit, die ich machen könnte und das führte dann wiederum auch bei ihr zu Ideen und das war ein wunderbarer Austausch. Und um das Ganze nochmal ein bisschen privater zu machen, denn natürlich ist Teil dieser Ausstellung ein kontinuierlicher Dialog. Und wenn man über Erfolg und Netzwerk spricht, dann gehört natürlich auch ein gewisser Mut dazu, transparent zu sein. Was ist dein Gedanke oder was sind deine Gedanken zu künstlerischem Erfolg ganz persönlich? Also das Netzwerk ist ganz wichtig. Also das
bei mir persönlich ist es so, ich tausche mich gern mit anderen Frauen oder Künstlerinnen aus. Es ist dann sowas wie ein geschützter Rahmen, wenn man ein ähnliches Umfeld hat oder ähnliche Bedingungen hat zum Arbeiten. Das finde ich sehr wichtig. Es ist auch hilfreich, wenn man dann auch aktiv ist und mutig, sich mit anderen auseinanderzusetzen, um dann auch gemeinsame Projekte zu entwickeln. Und ich jetzt gerade mit der Zusammenarbeit mit Iva war es für mich halt neu, mit einer Künstlerin zusammenzuarbeiten, die ich vorher nicht kannte. Ich habe halt schon mehrere Kooperationen gehabt, da kannte ich die Künstlerin aber immer sehr gut. Und da startet man auf einem anderen Level. Ja, man weiß voneinander und weiß, wie die andere arbeitet. Also es waren bisher Zweierteams auch über mehrere Jahre Zusammenarbeit. Und ich habe festgestellt, wenn man auch auf die Distanz einfach offen ist und Vertrauen hat in die andere Person, und dann funktioniert das aber auch ganz genauso und man kriegt ganz viel zurück. Wunderbar. Das freut mich sehr zu hören, denn das ist wie so die meisten Ausstellungen ja auch eine Art von Experiment, die am Anfang, als dieses Projekt entstanden ist, haben wir gesagt, dass es durchaus auch den Fall des Scheiterns gibt und auch, dass dieser Fall des Scheiterns zugelassen wird. Das war mir ganz wichtig, dass ich euch nicht unter Druck setzen wollte, dass es unbedingt ein Produkt am Ende geben muss, ein Produkt in Anführungszeichen, sondern dass das Scheitern durchaus auch Teil einer Ansicht sein kann, weil man natürlich, wenn man sich auf Experimente dieser Art einlässt, über Kontinent hinweg, damals hatten wir noch nicht den Fall des Coronavirus, sondern wir dachten, es würde eher über Entfernungen gehen und stehen wir über Entfernungen und betroffen durch eine Pandemie zusammen und versuchen das zu meistern. Aber es ist auch ganz spannend, dass bei allen dieser Kooperationen eigentlich am Ende tatsächlich eine erfolgreiche Kooperation in irgendeiner Form gibt, denn es gibt tatsächliche Arbeiten in der Ausstellung zu sehen. Wenn wir jetzt über Solidarität und das Netzwerk sprechen, was sind deine Gedanken, welche Solidarität und Netzwerke Künstlerinnen benötigen und welche Strukturen helfen dir ganz persönlich? Also zum einen halt dieser Austausch, den ich schon erwähnte, das ist ganz wichtig, finde ich. Dann ist es auch so, dass sich Frauen auch wirklich gut dabei helfen können, wenn es um Jobs geht oder um Ausstellungsbeteiligung, dass man da auch aneinander denkt. Das ist ganz wichtig. Und ansonsten halt einfach immer im Gespräch bleiben, immer in Kontakt bleiben. Also auch, dass man sich selber nicht zurückzieht, sondern weiterhin aktiv mit den anderen kommuniziert. Und was bedeutet für dich ganz persönlich künstlerischer Erfolg? Wie definierst du das für dich? Auf der einen Seite ist es dieses triumphale Gefühl, wenn ein Werk funktioniert und ich das auch zu Ende bringen kann. Das ist ja nicht bei jeder Arbeit so. Das ist für mich in erster Linie Erfolg. Und in zweiter natürlich das zeigen zu können, also der Öffentlichkeit präsentieren zu können, also eine gute Ausstellung zu haben. Das ist auch Erfolg. Das ist auch wichtig fürs Netzwerk, Sichtbarkeit. Und natürlich letztendlich auch im Verkauf, wobei das halt relativ schwierig ist. Von daher würde ich das halt eher erstmal hinten anstellen. Aber wirklich, ich habe für mich festgestellt, für mich ist tatsächlich Erfolg einfach die Arbeit, wenn sie vor mir bestehen kann. Und als abschließende Frage, um das Ganze abzurunden, ich hatte ja schon eingangs gefragt, wie die Kooperation mit der jeweils war. Welche Eigenschaften braucht man denn deiner Meinung nach für eine erfolgreiche Kooperation? Auf jeden Fall Offenheit, dass man einfach offen ist und mutig auch.
nach wie vor. Selbstvertrauen, dass man mit Selbstvertrauen auch in so eine Kooperation geht oder auf andere zugeht. Das ist jetzt egal, ob Künstlerinnen oder Künstler, dass man einfach aufeinander zugeht und miteinander spricht, um neue Projekte oder Visionen zu gestalten. Das sind doch wunderbare abschließende Worte, liebe Silke. Ich darf mich an der Stelle bei dir bedanken und Sie darf ich herzlich einladen, dass Sie sich weiter Künstlergespräche anschauen. Wir haben mit allen Künstlern kleine Videos gedreht und es gibt auch noch einen Durchgang durch die Ausstellung, dass Sie sich einmal in Person machen, durch die ich dann führe und Ihnen nochmal ein bisschen Kontext gebe. An der Stelle haben Sie herzlichen Dank und noch einen schönen Tag.